Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic im Nordend. Das ist jetzt schon die dritte der etwas kürzeren Folgen. Ist ein bisschen... Ja, tut mir leid, dass das nicht besser geht, also nicht ausführlicher geht im Augenblick, aber wie man hört, mag meine Stimme das wirklich gerade nicht. Ach so. Nimm mir einen solchen Verbreiter. Und dann fahre ich hier lang. Genau dahin. Da. Das ist... Ich bin ja ein Fan von Fahrzeugen. Also von Fahrzeugquests. Nur gerade nicht ganz sicher. Ah ja, doch, hier. Da vorne ist es. Das lädt immer noch auf. Oh, das funktioniert gut, würde ich sagen. Sehr gut. Es wäre nur einfacher zu zielen, wenn man etwas weiter raus ist. Okay. Ja, es funktioniert, würde ich mal sagen. Es funktioniert. Noch mal rein. Kann ich noch nicht wirken? Ja, komm aber jetzt. Ja gut. Hier ist noch Questgeber. Ich verlasse mal das Fahrzeug hier. Wir brauchen das nicht mehr. Wir könnten natürlich jetzt den zurückbringen und so, aber... Genau, diese Fraktion, den Agentum-Kreuzzug, den brauchen wir nämlich auch noch als... Hallo? Da müssen wir mehr machen. Der Ruf des Kreuzzugs. Priesterin. Der Agentum-Kreuzzug sucht noch fähige Soldaten, die gewillt sind, ihre Differenzen beiseite zu legen und gemeinsam gegen die Streitkräfte des Lichtkönigs in den Krieg zu ziehen. Werdet ihr für unsere Sache kämpfen? Geht nach Norden zur Lichtwarte, falls ihr Interesse haben solltet, und sprecht mit Kreuzritter Valus. Die Warte befindet sich inmitten der Ruinen der gebrandschatzten Trollstadt von Jinthar Kalar an der Grenze zu Suldrak. Lebt wohl. Mögen die Reisen sicher sein. Ja, das ist nämlich hier... Das sind nicht einfach... Das hier ist nicht die Allianz, ne? Das ist hier der Agentum-Kreuzzug. So, hier müssen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt noch die Bomben des Belagerungsschmiedes. Da gehen wir am besten mal da mit dem... Fliegen wir am besten mal rein. Hier ist Naxxramas. Kriegen wir das, wenn wir hier dran hochfliegen? Reicht das? Astfelder. Kriegen wir das damit? Ja! Okay. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal. Wow. Das sind die Seuchenwagen.
Aber das sind die Seuchenwagen der Geißel. Also Seuchenwagen und nicht die. Hirnloses Geschöpf, okay. So, was ist genau das? 6 Bomben des Belagerungsschmiedes. Und Schmieden und Fleischwagen sind so etwas wie. Mhm. Zählen die Seuchenwagen als Fleischwagen? Nö. Können wir gar nichts machen. Aber hier ist ein Belagerungsschmied der Geißel. Ah, da sehe ich eine Bombe. Okay. Ich wusste nicht genau, wo wir da ansetzen müssen, aber so geht's. Oh, wir haben... Ach, das ist ja schön. Die können wir ja relativ simpel dann kriegen von den Schmieden und die, die rumstehen. Dann ist das nicht so langwierig. Okay, nicht jeder Schmied droppt eine, aber auch das ist nicht so schlimm. Das, ah, guck mal hier. Da. Nehmen wir mal mit. Brauchen gar nicht die Schmiede machen. Es geht auch so. Ah, okay. Mhm. Hirnloses Geschöpf. Gott sei Dank braucht man kein Hirn dafür. Also, die wirken auch ohne Hirn. Die Zauber. Also, der Gegner muss kein Hirn haben, damit die Zauber wirken. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Da. Okay, und letzte. Dann machen wir das doch mal so. Ruf des Kreuzzuges, ja genau, das war das. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Todeswache Molder. Von den Belagerungsschmieden klauen. Man sollte doch meinen, dass sie mich ihre Seuchenverbreiter benutzen lassen würden, damit ich sie vielleicht mit irgendetwas Gefährlichem beladen und die Ballisten zerstören könnte. Aber nein, sie meinen, dass die nur für Spezialmissionen gedacht seien. Was auch immer. Ja, ich habe dir hier was mitgebracht, das könnte helfen. Unsere Zeit wird kommen. Die Todeswache reibt sich vor Vorfreude die Hände. Ausgezeichnet. Ihr Verlust ist meinem... ist unser Gewinn. Ihr hattet auf dem Weg hierher doch keine Probleme mit den Dingern, oder? Einige von denen sehen ziemlich instabil aus. Ich mag vielleicht untot sein, doch meine Existenz schätze ich allemal. Bombardiert die Ballisten. Zu guter Letzt bietet sich uns die Chance, ihre Belagerungsmaschinen anzugreifen. Vermasselt es nicht. War nur ein Spaß, nur ein klein wenig. Priesterin, nehmt Neuherdweilers Ballisten mit diesen Bomben unter Beschuss. Wir werden der königlichen Apothekervereinigung zeigen, wie es auf die altmodische Art und Weise gemacht wird. Ohne Gebräue. Okay. Seid auf der Hut. Bedeutet, ich werfe das einfach drauf, alles klar. So. Was ist? Unsere Zeit wird kommen. So sehr es mich verärgert, dass wir der Allianz womöglich geholfen haben, erkläre ich hiermit den Feldversuch für erfolgreich. Nächster Halt, Agmas Hammer. Vertraut niemand. Die Seuche der Verlassen. Ich habe ein Paket vorbereitet, das an Dr. Sinter Malefius in Agmas Hammer geschickt werden muss. Der Inhalt des Pakets besteht aus der fertigen Pesthauchprobe zusammen mit der Herstellungsanleitung und Proben des Aktivierungsagents. Ihr findet Agmas Hammer im Westen der Drachenöde. Haltet einfach nach dem schwarzen, gezackten Metallgebäuden der Orks Ausschau. Das wird dann Agmas Hammer sein. Ja, wir wissen, wo das ist. Interessante Auswahl. Mal wieder. Mal wieder nichts für uns dabei. Wie immer. Okay, was hat denn die gute Vicky noch? Ich bin ganz Ohr. Ein Mittel zum Zweck.
Mit der letzten Lieferung habe ich von meiner Schwester am Bollwerk ein paar Tesser mit Termiten geschickt bekommen. Sie werden bei dem, was ich mit euch vorhabe, nützlich sein, denke ich. Die Abholzungsarbeiten bei Neuherdweiler sind uns ein Dorn im Auge. Doch bisweilen haben wir es noch nicht geschafft, jemandem Zugang zu verschaffen, um ihren Vorarbeiter auszuschalten. Ich denke jedoch, dass er mit Sicherheit angerannt käme, wenn ihr diese Termiten auf seine kostbaren Holzarbeiten loslassen würdet. Bereit, ihn auszuschalten, Priesterin? Ja, ich denke, das lässt sich einrichten. Im Übermaß. Hallo. Ja, immer noch nicht. Ich gucke immer mal, ne? Könnte ja sein und so, dass wir wie durch ein Wunder Alchemie verbessert haben. Unsere Zeit wird kommen. Wir haben rein theoretisch die Möglichkeit. Oh, eisigen Mana-Trank. Können wir 3 Stück machen. Wir haben Talandras Rose. Wieder auflebender Heiltrank. Das ist einfacher mit... Ja, das können wir machen. Okay. Das ist der Ruf des Kreuzzugs. Genau, wir machen das mal. Also der... Ich sag mal so, der scharlachrote Ansturm ist sicherlich... das ist sicherlich niemand, der unser Mitleid verdient. Die anzugreifen... sehe ich auch nicht als problematisch an. Da ist die Balliste. Ach so. Ja, ich wollte ein Stückchen zurückgehen. Oh, okay. Natürlich greift er uns an. Leider aus Versehen das Pferd statt den Ritter im Visier. Das war jetzt blöd. Oh nein. Wo kommt die denn jetzt her? Ich kämpfe halt um. Ich wollte ja jetzt nichts mehr ausgeben. Deswegen habe ich keine... kein Schattenwort tot mehr gemacht. Hätte ich ja machen können. Wahrscheinlich greift der jetzt auch an, ne? Ja. Das war die Fußsoldatin, die... Erstaunlicherweise hat die kein bisschen Schaden davon genommen. Und er jetzt auch nicht, dass sie von der Explosion weggeschleudert worden sind. Das ist schon merkwürdig. Und wieder ist er völlig schadenlos da durchgekommen. Ist schon ein bisschen komisch. Irgendeine Balliste noch in Sichtweite? Müssen wir warten, bis die wieder da ist. Ich gehe mal davon aus, dass... innen irgendwo wahrscheinlich auch noch eine stehen wird. Der wird das auch machen können. So, und ansonsten müssen wir gucken, müssen wir jetzt uns um
sind die. Das ist das Sägewerk. Wo ist denn die Schmiede? Da ist eine Balliste. Ach Gott, das ist nicht wahr. Ja, nee, ist klar. Machen wir so. So, dann haben wir die auch noch erledigt. Und dann kann ich mal eben was trinken. Und dann gucken wir mal gerade hier. Wo genau das ist. Ich bin nicht sicher. Ist das die Kaserne? Das ist doch wahrscheinlich die Kaserne, oder? Da ist die Schmiede. Dann ist das die Kaserne. Ja. Da ist der Keller. Das ist ja immer so. Bei diesen ganzen Festungen, die sind ja immer gleich aufgebaut, egal welche Fraktion, also egal welche menschliche Fraktion es ist. Von mir bekommt ihr gar nichts, dreckige Untote. Ich denke schon. Wartet, wartet. Was wollt ihr wissen? Ich weiß, ihr seid die Priesterin namens Onimandra. Und nein, wir wissen, dass ihr unsere Rüstungen, Waffen und Pferde gestohlen habt. Oh, nice. Okay. Habe ich jetzt verfehlt oder habe ich es geschafft? Okay, hier haben sie einen. Der ist nicht mehr rettbar. Der auch nicht. Aber wo ist denn jetzt der Folterer Le Kraft? Wir haben das aber nur dreimal gemacht und nicht fünfmal. Lassen wir den jetzt nochmal. Ich glaube. Ah ja, wir wissen, dass ihr nicht wisst, warum wir immun sind gegen die sogenannte Geißel. Großadmiral Westwind hat den Hochab irgendwie dieses Gebet gegeben. Ich flehe ich an, nicht mehr, bitte. Ah, okay. Jetzt haben wir ihn. Ah, bitte, wir wissen, dass ihr einen Spion habt, der als einer von uns verkleidet ist. Ah ja. Da habt ihr alles, was ich weiß. Bitte, Gnade, hört auf. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Du hast jetzt, ich kann dich jetzt nicht stehen lassen. Das ist natürlich bescheuert, dass man den... Was? Oh, ich hab ihn schon. Na gut, dann nicht. Die Route des Zwangs. Ein Stab fällt aus Alphonses toter Hand. Er ist mit pulsierenden magischen Runen versehen. Hat er damit seine Geständnisse bekommen? Der Hochexekutor sollte sich das besser einmal ansehen. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte irgendwie gedacht, das wären zwei. Vielleicht ist das wieder so ein Fehler, der manchmal passiert. Das ist schon mal gelegentlich. Dass Personen mehr als einen Namen haben, weil irgendwie der englische und der deutsche Name durcheinander gemixt sind. Ich weiß, es gibt noch ein oder zwei Quests, wo mir das auch schon mal untergekommen ist. Weil das waren jetzt, war ja nur einer. Ich dachte gerade so Le Kraft. Alphonse? Ich glaube, Le Kraft ist dann wahrscheinlich der englische Name oder so. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja so eingedeutschte Namen, deswegen
So, warte hier, die Ballisten. Ist das wichtig? Welch freudiger Tag. Da ich zur Erledigung des Auftrags nicht die Zeit und Mittel der Apotheker in Anspruch genommen habe, ist mir die Aufmerksamkeit des Hochexekutors sicher. Ich kann nämlich um die Ecke denken. Das ist meine größte Stärke. Ja, ja, ihr hattet dabei natürlich auch ein Händchen im Spiel. Hier, wenn ich euch etwas gebe, versprecht ihr mir dann nichts von eurem Zutun zu erwähnen. Okay. Da verlieren wir Intelligenz, was natürlich blöd ist. Der Rüstungszugewinn ist auch nicht so gut. Da kriegen wir etwas Ausdauer dazu, was auch nicht schlecht ist. Aber wir verlieren die kritische Trefferwertung. Und hier kriegen wir kritische Trefferwertung, würden aber Intelligenz dazu gewinnen. Ja gut, wir würden Intelligenz dazu gewinnen, ne? Statt Ausdauer. Wenn wir das schimmernde Band damit... Aber da ist die kritische Trefferwertung auch... Na. Nimm jetzt den. Todeswache Mulder. Ja. Scully und Mulder. So, dann reden wir mal mit dem Hochexekutor. Sie wussten das alles? Der zum Teufel ist dieser Großadmiral Westwind, den er erwähnt hat. Der Hochexekutor murmelt vor sich hin und meint, dass er Überraschungen nicht ausstehen kann. Gut zu wissen. Besser das als nur Vermutungen anzustellen. Ich hoffe, dass ihr euer... Ich meine, dass ihr mein Mal hinterlassen habt. Ja, ja, hab ich. So, dann nehmen wir das mal. Da kriegen wir mehr Intelligenz. Wir verlieren Ausdauer, aber wir kriegen mehr Intelligenz. Tschüss. Die dunkle Fürstin schätze euch. Habt ihr diesen Stab dem Folterer abgenommen? Ja, das hab ich. Unsere Zeit wird kommen. Alphonse hatte ihn bei sich, meint ihr? Das ergibt Sinn. Ich habe so etwas früher schon einmal gesehen, als ich noch jünger war, zu der Zeit, als Lordaeron noch bestand und ich als Folterer in den Diensten des Königs Tyrrhenas stand. Man nennt es einen Stab des Zwangs. Der Hochexekutor ringt die Hände in hämischer Vorfreude. Ich habe eine Idee, wie wir ihn uns zunutze machen können. Er war Folterer. Okay, das erklärt alles. Es ist Zeit, dass wir die Streitkräfte des scharlachroten Ansturmes vollkommen demoralisieren. Ich möchte, dass ihr diesen Stab nehmt und mit ihm 4 ihrer Anführer bezaubert. Kommandant Jordan im oberen Stockwerk der Kaserne, Kanonierführer Zierhut auf der südöstlichen Rampe am Strand, Schmied Gutmann in der Schmiede und Stahlmeister Mercer bei den Ställen. Beherrscht sie mit Hilfe des Stabes, lasst sie den scharlachroten Ansturm verleumden und tötet sie anschließend. Okay, das ist dann eine deutlich bessere Robe, die wir bekommen. Dann brauchen wir die wir jetzt bekommen haben, gar nicht mehr anwenden. Also, anziehen. Ja, das ist natürlich wieder so typisch, diese Quest. Also, wenn er... Ach ja, das müssen wir auch noch machen. Stopp. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwo falsch gelaufen. Ich bin zur falschen Seite rausgegangen. Hm. Oder? Da ist die Schmiede. Ja. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ja, ist jetzt die Frage, ob wir die anlegen noch, die Sachen. Wir können das ja mal machen. Die Lebenden. Gucken wir mal. So, also wir müssen diese Dinge tun, den Großknecht. Termiten noch freilassen in den... Ja, wir hatten ja gesehen, dass sie da auch fällen, Holz fällen. Ich denke mal, das ist vielleicht eine Idee.
Hier ist das. Hier ist die Schmiede. Hier ist die Schmiede. Okay, hier könnten wir natürlich. Schon mal damit anfangen. Ich finde es wieder so irritierend. Hier haben wir jetzt wieder nicht. Haben wir wieder nicht. Ach nee, die Quest haben wir hier gar nicht drin. So. Du wirst geläutert werden. Ah ja. Mit Feuer? Ein bisschen läutern und so. Vor seinem Tod den... Ah, okay. Na? Denunziert er jetzt? Ihr irrt euch. Alles, was der Ansturm kann, ist Lügen. Die Geißel und die Verlassen sind nicht unsere Feinde. Wacht auf. Okay. Also die Geißel würde ich jetzt nicht sagen. Also man könnte vielleicht sagen, die Verlassen sind nicht die Feinde. Die Geißel würde ich jetzt nicht unterschreiben. So, hier ist das Sägewerk. Dann ist doch wahrscheinlich hier irgendwo das Holz, wo wir die Termiten loslassen können drauf. Hm? Zum Beispiel hier so. Wir sind doch im Sägewerk. Oh Gott. Steinmeister Mercer. Ach, den sollen wir doch eh dingsen. Das überlebe ich. Vielleicht, wenn ich genug Vampirberührung auf alles draufhauen kann. Das arme Pferd. Am Ende ist es auch nur eine Dirne und großer Admiral Westwind verschachert sie spottbillig, genauso wie er uns verkauft hat. Oh ja, das war jetzt gemein. Definitiv. Okay, das zählt nicht, wenn das nicht innen ist. Weird. Oh, fuck. Was ist da passiert? Oh, ich hatte zu wenig... Oh, ich hatte zu wenig Gesundheit. Uiuiui. Ich war so konzentriert darauf, im Sägewerk mich aufzuhalten, dass ich irgendwie nicht drauf geguckt habe, wie viel Hitpoints ich habe. Naja, bin schon lange nicht mehr gestorben. Aber das müssen wir jetzt noch fertig machen. Das ist zwar jetzt ein bisschen länger, aber das müssen wir noch fertig machen. Wenn diese Folge jetzt länger wird. Das könnte jetzt, ich hoffe, das schaffe ich mit meiner Stimme noch. Ich denke hier so viel Tee und Wasser und alles nebenher, um das einigermaßen zu bewerkstelligen. Boah ja, das war jetzt echt doof. Habe ich irgendwie nicht gepeilt in dem Moment. Die machen mehr Schaden, als man meint. Ich nehme das einfach wieder, solange wir das haben. Muss ich den... Eventuell...
Es dauert aber alles sehr lang hier mit der Mana-Regeneration. Besser geht aber nicht. Das ist im Augenblick das beste Getränk. So. So, dich holen wir auch mal hier rüber. Ah, geht nicht. Kommt von selber. So, jetzt passen wir aber mal ein bisschen auf hier. Das war eben nicht so schön. Um nicht zu sagen, das war suboptimal. Ich möchte erstmal ein bisschen Arbeiter beiseite räumen, bevor hier gleich dieser Großknecht kommt. Kaleiki. Muss ich die einfach nur hier irgendwie... Ah, ich brauche die einfach nur rauslassen. Ganz schnell da weg. Meine schöne Mühle. Dafür werdet ihr sterben. Ja, oder auch nicht. Können wir nochmal drüber reden, ob ich hier sterben werde. Oder du. Okay, das war Overkill. So, das haben wir schon mal erledigt. Dann... Okay. Ah. Ich habe gerade überlegt, weswegen ich noch im Kampf war. Keine Ahnung, wo der herkam. Ich meine, ich hatte alles, aber gut. So, dann brauchen wir jetzt noch die Kommandantin und den Kanonierführer. Wo soll der sein? Gute Frage. Am Strand. Und dann Jordan im oberen Stockwerk der Kaserne. Da ist wieder die Frage, was war nochmal die Kaserne? Ja. Die Kaserne war das Ding hier. Es könnte sein, dass wir nochmal sterben. Falls das passiert, würde ich eventuell... beim nächsten Mal weitermachen. Also falls wir jetzt hier nochmal sterben sollten. Was halt passieren kann, wenn mich zu viele auf einmal erwischen jetzt. Es ist ja hier nicht so ganz einfach, sich durchzubewegen, ohne alles zu ziehen, was hier so gezogen werden kann. Da ich irgendwie mal wieder so komplett allein auf weiter Flur bin, ist hier nicht mal, gäbe es hier jetzt nicht mal einen, irgendwie die Option, andere Spieler Hilfe zu haben. Natürlich schöner, das zu benutzen, wenn er Zuhörer hat. Aber das kriegen wir auch so hin. Hochgeneral Abendis hat mir persönlich gesagt, dass es ein Fehler war, in den Norden zu kommen und dass wir zum Untergang verurteilt sind. Ich bitte euch alle, eure Waffen niederzulegen und zu gehen, bevor es zu spät ist. Ach, das hatten wir doch irgendwann mal gehört. Mhm. Das hatten wir mal gehört. Als wir das erste Mal hier drin waren. In dem Gebiet hier. Da hatten wir das gehört, als wir hier irgendwelche Dinge gemacht haben. So, jetzt müssen wir noch schnell zum Strand runter. Falsche Richtung. Super.
Genau, das war dann da unten. Hier waren wir ja auch schon. Als wir hier anfänglich die ganzen Soldaten des Ansturms einfach nur dezimiert haben. Na. Wo finden wir denn jetzt die Person, die wir brauchen? Im Schiff? Möglich? Deckmatrose. Es sieht alles nicht so aus, als wäre hier... Moment. Ist das nicht der, der da hinten? War, der immer wieder... Ach, das war der Typ, der immer wieder gespawnt ist, ne? Der war das. Ja, hier. Der ist das. Das war ein bisschen tricky. Waren ja tatsächlich sehr viele Gegner. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Schwört dem Scharlachroten Abendsturm ab. Hört nicht länger auf die Lügen des Hochgenerals und des Großadmirals. Ja, okay. Das ist ja harmlos. Die anderen viel schlimmere Sachen gesagt. Okay, das ist aber doch schön. Dann können wir doch jetzt... Ja, okay, wir nehmen jetzt nochmal den... Oh, da auch nicht. Jetzt nur den Ritter platt. Den brauchen wir uns um das Pferd ja nicht kümmern. Genau. So, aber jetzt nehmen wir den Ruhestein. Jetzt ist niemand gerade in Sicht und Reich und Schieß und Rufweite. Juhu. Okay. Dann geben wir das mal alles ab hier. Raus mit der Sprache. Ihr meint, ein flüchtiges Lächeln über Zirners Gesicht huschen zu sehen. Ihr seid nun offiziell meine Lieblingspriesterin Onimandra. Falls ihr Lust dazu habt, dann solltet ihr es vielleicht in Erwägung ziehen, ein Offizier der Hand der Rache zu werden. Ihr würdet als Todeswache anfangen und ich meine, dass ihr nach ein paar Jahrzehnten das Zeug zum Junior-Exekutor hättet. Nein? Nun ja, übereilen wollen wir es ja nicht. Lasst euch Zeit und denkt da mal drüber nach. Ich fände es total cool, wenn man das könnte, aber das geht natürlich nicht. Aus Gründen. Aber es wäre schon irgendwie cool, wenn das ginge. Da war sie. Was ist? Ich habe gewusst, dass meine Schwester uns nicht im Stich lassen würde. Gut gemacht, Onimandra. Das Sägewerk des Scharlachroten Ansturms wird eine ganze Weile außer Betrieb sein, was die Herstellung neuer Bauwerke oder Ballisten erst einmal lahmlegt. Ich danke euch, dass ihr mir dabei geholfen habt, meinem Familiennamen gerecht zu werden. Begrüßt den Schatten. Noch eine Aufgabe, okay? Feuer auf dem Wasser. Ich habe noch einen Auftrag für euch. Ich habe es geschafft, ein wenig der Seuche so zu manipulieren, dass sich daraus mein weltbekanntes brennendes Wasser zusammenbrauen konnte. Ich möchte, dass ihr damit die Segel der Sündenbabel in Brand steckt. Werft es vom Dock aus auf die Segel. Die Deckmatrosen werden damit beschäftigt sein, das Feuer zu löschen, was euch die Gelegenheit bietet, unter Deck zu huschen und an die Seekarte des Kapitäns heranzukommen. Das Schiff liegt im Hafen des Kreuzzüglers vor Anker, südlich von Neuherdweiler. Die Kapitänskajüte befindet sich auf dem ersten Unterdeck hinter der Treppe. Sieg für Silvanas. Okay, damit habe ich jetzt, glaube ich, alles bis auf... Das ist jetzt das und dann noch die Quest, die uns hier wieder rausschickt, die wir dann auch noch annehmen. Das ist dann, dürfte die letzte sein. So, wir legen jetzt diese Robe an, weil die einfach besser ist als die, weil deutlich mehr Ausdauer und kritische Trefferwertung ist mir auch immer lieber. So rein optisch ist da bis auf Farbe kein Unterschied. Das finde ich irgendwie immer so traurig. Aber gut. Raus
mit der Sprache. Dann verkaufen wir einmal das alles hier. Parieren uns. Begrüß den Schatten. Ich begrüße den Schatten. So, und weil ich ja eine so wunderbar charmante Stimme habe, dass ich den Schatten begrüßen kann, werde ich jetzt hier leider mal einen Cut machen müssen. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist meine Stimme wieder ein bisschen fitter. Und dann gibt es auch wieder längere Folgen. Weil die letzte ja schon fast jetzt normal, naja, fast normal Länge hatte. Wir haben dann tatsächlich hier nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir müssen das noch machen und dann können wir auch die Samen der Peitscher sammeln und uns vielleicht dann schon hier an diese Quest machen. Ich glaube, das hier ist wirklich die letzte aus Galgrim. Und dann geht's in Richtung Würmruh-Tempel, wenn wir die beiden Sachen gemacht haben. Wir könnten dann auch noch dem Ruf des Kreuzzugs folgen, dann haben wir das auch noch. Also mal schauen. Hier ist ja auch noch ein Gebiet, was wir noch nicht haben. Wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn wir das am nächsten Mal schaffen, damit wir dann hier weiter am Würmruh-Tempel machen können. Da freue ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.